Hi, ich bin BioBen. Und wenn dich interessiert, was Schöpfung oder Evolution mit uns heute zu tun hat, oder wenn du dich einfach nur gut auf die Bio-Abschlussprüfung vorbereiten willst, dann bleib dran. Willkommen zu einer weiteren Folge von BioBen. Wir hatten gesprochen über diesen Jean-Baptiste de Lamarck und das wollen wir kurz wiederholen. Und zwar hatten wir gesehen, erstens, das Lebewesen hat einen Wunsch nach Veränderung. Zweitens, es gebraucht ein Organ in diese Richtung, zum Beispiel streckt es den Hals oder es vernachlässigt ein Organ. Drittens, das Organ ändert sich in Richtung des Gebrauchs, also entweder wächst es, wenn es gebraucht wird, oder es verkümmert, wenn es nicht gebraucht wird. Und viertens, das Ganze wird dann vererbt. Allerdings hatte Lamarck auch zwei Schwächen, nämlich Änderungen der Geschlechtszellen werden vererbt und nicht der Körperzellen. Und außerdem ändern die Tätigkeiten normalerweise das Erbgut nicht. Da nun Lamarck zwei Schwächen hatte, gibt es eine alternative Theorie, die ihm überlegen war. Lamarck hatte zwar die Konstanz der Arten abgeschafft oder widerlegt, also er hatte die Theorie aufgestellt, Arten können sich doch ändern und sind nicht immer so, wie sie am Tag der Schöpfung vielleicht hätten erschaffen worden sein können. Allerdings hat aufgrund der Schwächen Lamarck sich nicht durchsetzen können und so wurde Lamarck schließlich durch Darwin ersetzt. Also eigentlich ist diese Theorie von Lamarck ja ganz niedlich. Man stellt sich vor, man würde gern flattern können und dann übt man und entwickelt Flügel. Die Theorie von Darwin ist das krasse Gegenteil. Sie ist total brutal, denn der Schwächste stirbt und wird einfach gefressen. Tja, du warst eben zu langsam. Und Darwin, diese brutale Auslesetheorie, die hat sich durchgesetzt und die wollen wir uns jetzt im Detail anschauen, weil die wirklich das Kernstück der Evolutionsbiologie schlechthin ist. Charles Darwin lebte von 1809 bis 1892 und er stellte 1859, also vor gut 160 Jahren, seine Evolutionstheorie vor. Und zwar nannte er sie die Selektionstheorie, die Auslesetheorie unter dem Titel seines weltberühmten Buchs über den Ursprung der Arten. Und diese Theorie von Darwin, die ging wirklich viral um die Welt. Innerhalb von wenigen Jahrzehnten eroberte sie die Akademien, die Universitäten und drang immer mehr in die Öffentlichkeit vor. Nun, was hat Darwin, der übrigens aus Großbritannien stammt, denn eigentlich so entdeckt oder als Theorie entwickelt? Erstens, jede Art erzeugt mehr Nachkommen, als in einem bestimmten Gebiet überleben können. Der Fachbegriff dafür lautet Überproduktion, deswegen hier markiert. Also die Kaninchen vermehren sich, es vergeht sehr viel Zeit. Und trotzdem sind nach vielen Jahren immer noch ungefähr gleich viele Kaninchen in dem gleichen Gebiet zu finden. Woran liegt das eigentlich? Darwin sagte, also müssen langfristig viele Nachkommen sterben, damit insgesamt die Population, also die Fortpflanzungsgemeinschaft einer Art, konstant, also gleich bleiben kann. Also es müssen viele sterben, denn die vermehren sich ja ständig. Wenn es insgesamt nicht ansteigt, haben manche verloren und sind irgendwie gestorben. Also nochmal langsam, hier in der Animation. Die Kaninchen vermehren sich, aber die Alten sterben, es kommen wieder neue dazu und so bleibt es immer ungefähr konstant, schwankt so um einen Mittelwert. Woran liegt das? Naja, irgendwie sterben die werden gefressen oder verhungern oder werden krank. Dazu kommen wir jetzt im Detail. Denn diese Nachkommen sind unterschiedlich in Bezug auf Körperbau, Lebensweise, Verhalten. Diese Unterschiedlichkeit nennt man auch Variation, das ist wieder ein Fachbegriff. Und diese Unterschiede sind zumindest teilweise vererbbar, auch wenn Darwin noch überhaupt keine Ahnung von Vererbung hatte. Also die paaren sich, kriegen Junge. Und hier kommen dann solche Jungen raus. Man sieht bei den Jungen immer eine gewisse Ähnlichkeit zu den Eltern hinsichtlich jetzt Größe und Farbe. Das mal als Beispiel. Außerdem kommt es innerhalb einer Population zwischen den Individuen, also den Einzellebewesen, immer wieder zu einem Wettkampf, zu Konkurrenz um nämlich Nahrung, Lebensraum und auch Fortpflanzungspartner. Und das kann man ja in seiner Schulklasse vielleicht auch erleben. Da wird gestritten um die letzte Süßigkeit, wer wo am Tisch sitzen darf und wer mit wem, keine Ahnung, ausgehen oder zum Tanzunterricht gehen kann. Und diese Konkurrenz nennt man Überlebenskampf. Das ist der Fachbegriff Englisch, der Struggle for Life. Also der Kampf ums Überleben. Darwin sagte viertens, die Träger vorteilhafter Merkmale haben eine bessere Anpassung an die jeweilige Umwelt. Es kommt dadurch zum Überleben des am besten Angepassten und das Ganze bezeichnet man als Survival of the Fittest. Aber fit heißt hier nicht sportlich, sondern angepasst. Wenn es zum Beispiel besser ist, dass man klein ist und sich gut in der Höhle verstecken kann, dann überlebt der Kleine und ist der Fitteste und nicht eben der Große mit den Muskeln, der sich nicht in dieser Höhle verstecken kann.
Das sehen wir auch jetzt nochmal hier. Die Kaninchen vermehren sich munter. Und dann kommen aber Greifvögel. Und diese Greifvögel, die fressen genau die Kaninchen, die sich farblich vom Untergrund unterscheiden und deswegen nicht so gut getarnt sind. Naja, und am Ende bleiben eben diese sandfarbenen Kaninchen übrig. Also diese besser angepassten haben mehr Nachkommen und so können sich ihre Merkmale in der Gruppe der Population durchsetzen. Während die anderen leider sterben. Und wenn man viele Nachkommen hat, dann bedeutet das bei Darwin, man hat eine hohe evolutionäre Fitness. Also ich habe eine Fitness von 3, weil ich 3 Kinder habe, aber nicht, weil ich so fit bin und ins Fitnessstudio gehe. Und so durch diese Schritte entwickeln sich schrittweise durch die natürliche Selektion, also die Auslese, die Arten weiter in der jeweiligen Umwelt. Und das sehen wir jetzt auch nochmal in der Animation. Es gibt aber noch etwas anderes, das ist die sogenannte künstliche Selektion. Die hat Darwin eigentlich zuerst beobachtet, weil er auch passionierter Taubenzüchter war. Und zwar ist das so, dass der Mensch das gewünschte Merkmal bei den Tieren auswählt, also die Zuchtkühe zum Beispiel auswählt. Das bedeutet dann zum Beispiel, er nimmt die Kühe mit den größten Eutern, paart sie mit dem Zuchtbullen und so entstehen nach und nach in jeder weiteren Generation Kühe mit größeren Eutern, wo dann auch mehr Milch rauskommt. Das möchten wir noch mal kurz in der Animation sehen. Und das lohnt sich am Ende, weil der Bauer natürlich mehr Milch verkaufen kann. Wir kommen jetzt noch einmal zur Zusammenfassung. Denkt dran, der rote Rahmen bedeutet, das sollte man sich unbedingt merken, weil das Prüfungsstoff ist. Charles Darwin stellte 1859 seine Selektionstheorie vor mit dem Titel Über den Ursprung der Arten. Erstens, jede Art erzeugt mehr Nachkommen, als in einem bestimmten Raum überleben können. Überproduktion, also müssen viele Nachkommen sterben. So bleibt die Population, also die Fortpflanzungsgemeinschaft einer Art, ungefähr konstant in der Größe. Zweitens, die Lebewesen zeigen Unterschiede in Verhalten, Lebensweise, Körperbau, also eine unterschiedliche Variation und diese Merkmale sind zumindest zum Teil erblich. Drittens, innerhalb einer Population kommt es zu einem ständigen Wettbewerb um Nahrung, Fortpflanzungspartner, Lebensraum, also ein Kampf, ein Wettkampf um das Leben, Struggle for Life. Die Träger vorteilhafter Merkmale haben eine bessere Anpassung an die Umwelt, sie sind also besser angepasst. Es kommt zu einem Überleben des am besten angepassten, Survival of the Fittest. Und diese gut angepassten können nun ihre Merkmale an viele Nachkommen vererben. Sie haben also mehr Nachkommen, während die anderen nämlich sterben und sich nicht fortpflanzen. Und die mit vielen Nachkommen haben eine höhere Fitness. Also so entwickeln sich ganz schrittweise durch die Auslese der Umweltbedingungen, durch die Selektion die Arten, die Lebewesen weiter. Im Gegensatz dazu züchtet der Mensch bei künstlicher Auslese künstlicher Selektion die Merkmale bei Tieren, die er wünschenswert findet. In einem Fall liest die Umwelt von allein aus, im anderen Fall ist es der Mensch, der künstlich vorgibt, was er haben will. Wir haben also einmal Zufall und einmal Plan. Eigentlich ist dieser Vergleich von Darwin gar nicht so sinnvoll, dass er gesagt hat, die Natur macht das so wie ein Züchter, denn die Natur hat keine Ziele, wo sie hin möchte. Der Züchter natürlich schon. Jetzt nochmal zusammengedampft als Merkhilfe. Erstens Überproduktion, viele Nachkommen sterben, trotzdem bleibt die Population dadurch konstant ungefähr, wenn sie nicht ausstirbt. Zweitens, es gibt erbliche Unterschiede, Variation. Drittens, es kommt zu einem Wettbewerb um Ressourcen, also ein Überlebenskampf. Und viertens, die Lebewesen Nachkommen mit angepassten, vorteilhaften Merkmalen, die überleben Survival of the Fittest und pflanzen sich fort, bekommen viele Nachkommen. Das ist die natürliche Selektion. Puh, das war ganz schön viel. Wir werden uns dann in der nächsten Folge, weil es so lange gedauert hat, nochmal anschauen, was sind mögliche Prüfungsaufgaben und im zweiten Schritt werden wir auch eine kritische Reflexion haben. Ja, ich möchte jetzt nochmal eine kurze Vorschau geben auf Teil 2, dann die kritische Betrachtung, die wir durchführen werden. Eine häufig geäußerte Kritik an Darwin, auch von Evolutionsbiologen, ist folgende. Darwin erklärt zwar, dass Survival of the Fittest, also wieso der Fitteste am besten angepasst überleben kann, aber er erklärt nicht das Arrival of the Fittest, also wo kommt eigentlich dieser gut angepasste Organismus her? Wer hat den gebaut? Wie ist der entstanden? Auslese macht ja nur die Dinge kaputt, die nicht funktionieren, aber reine Auslese bringt ja nichts hervor, was funktionieren kann. Das möchte ich mal mit einem Beispiel hier erläutern, und zwar die Umwelt, dieses sandfarbene Hintergrund, wo die Tiere leben, und das funktioniert wie ein Sieb. Also die einen überleben, die gut angepasst sind und die eben nicht gefressen werden, weil sie gut getarnt sind.
Naja, und die anderen, die sterben, weil sie so auffällig sind und überleben eben nicht in dieser Umgebung. Die große Frage ist also, woher kommen denn überhaupt schon gut angepasste Organismen mit ihren Verhaltensweisen, mit ihren Genen, mit ihrem Körperbau? Wer hat die programmiert oder wie sind die entstanden? Kann die Selektionstheorie von Darwin darauf überhaupt eine Antwort geben? Das schauen wir uns in Teil 2 an, also bleibt einfach dran.